Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf meinem Kanal. Wir spielen das brandneue Spiel Transocean The Shipping Company, entwickelt von Deck 13 Hamburg. Eine ganz eine kleine Firma, sollen sich ja richtig gut verkauft haben mit dieser Nummer, was ich gehört habe. Das Spiel, wie gesagt, erst ein paar Tage draußen, also noch brandaktuell, gepublished von Astragon Software. Ja, und es erinnert mich so ein bisschen an Ports of Call, ne, aus den, ich glaube, späte 80er, frühe 90er, da ist es, ja, recht bekannt gewesen. Ich habe es damals auf dem PC gezockt. Das ist, ja, mit Schiffen umeinander düsen und Kohle verdienen, ne, mit den Schiffen über die Weltmeere als Reederei unterwegs war lustig. Ich hatte allerdings das Problem, dass bei mir immer das Spiel nach einer gewissen Zeit abgeraucht ist und dann war dieses Spielvergnügen je zu Ende. Von Transocean hoffe ich mir, dass das hier nicht so ist, sondern dass wir jede Menge Spaß haben werden. Genug gequatscht, liebe Freunde. Auf geht's! Wir starten in die Kampagne dieses Spiels. So, und wenn ihr gleich mal begrüßt mit einem Bild vom Hamburger Hafen, müsste das sein, oder? Die Elbphilharmonie. So, was haben wir hier? Tipp, im Optionsmenü kann man die, oder kann die Auftragsbestätigung wieder aktiviert werden? Ah ja. Ja, wird schon passen. So, wen haben wir denn hier? Megan R. Boyle, Star-Investoren. Sie wollen eine Firma gründen, dann sind sie genau richtig bei mir. Mein Name ist Megan R. Boyle. Ich bin Investorin. Ihr Antrag sah ja ganz in Ordnung aus. Ja, sicher. Die Reederei soll sein, mitten in der Krise. Welche Krise? Welche Krise denn? Bei uns geht's doch alles in Ordnung. Nun ja, den Willen scheinen wir zu haben und sie schießt uns 8,2 Millionen Euro vor. Hey, ist aber lot. Damit sollten wir auskommen für den Anfang. 8,2 Millionen? Mhm. Also wir haben hier quasi eine Investorin, ne? Sonst hat man das Geld ja meistens irgendwie geerbt oder sowas. Oder hat sich irgend so ein komisches Ammenmärchen erzählen lassen. Aber hier, das ist wohl wirklich knallhart, wa? Also wir haben hier eine Investorin, die will wahrscheinlich auch Prämien sehen und sowas. Könnte ich mir vorstellen. So, wer bist du? Patrick Holstein, Firmenberater. Ah ja. Holstein, mein Name. Ich bin Ihr Berater, Hallöchen. Mhm. Zusammen kriegen wir das hin, jawohl. Wie soll die Reederei denn heißen? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ach Gott, Namenskunde, liebe Freunde. Namen. Da bin ich ganz schwach bei sowas. Ich würde sagen, nachdem wir bei der Planer unsere Firma ja Brummi Inc. genannt haben, würde ich sagen, wir nennen sie hier einfach mal Shipping Inc. So, wird schon passen. Reederei gründen. So, und von wo will man anfangen? Ja, mei. Was will der schon wieder? Erste Regel. Richtige Lage ist alles. Mhm. Jo. So, Hamburg, Rotterdam, Dublin, schönes Irland, Lissabon, Portugal, Valencia, ich weiß nicht, Stockholm, St. Petersburg, ja klar, freilich, was haben wir hier? Reykjavik in Island, mhm. Na, ich würde sagen, wir gehen nach Hamburg, oder? So als, ich weiß, jetzt werden einige sagen, langweilig, Hamburg. Ja, nee, aber trotzdem, wir sind ja hier schließlich aus Deutschland, ne? Also, komm, müssen wir in Hamburg anfangen. Und parallel spielen wir auch der Planer, da sind wir zwar in Lübeck beheimatet, aber gut, Hamburg ist ja gleich um die Ecke, also... Hamburg, globale Vorteile, 25% geringere Reparaturdauer, das klingt schon mal nicht schlecht. Hafenklasse 3 Schiffe, die hier abgefertigt und gebaut werden können. Feder Panamax, Post Panamax. Dann haben wir hier noch New Panamax und ULCV, ULCV oder wie auch immer man das ausspricht. Aber die sind ausgegraut, die zwei letzten. Das heißt, diese können wir hier wohl nicht benutzen in diesem Hafen der Klasse 3 Hamburg. Und hier gibt es noch diverse Exportgüter, Agrar, Postpaket, Textil, Medikamente. Was? Radioaktive Ware? Ach Gott, wusste gar nicht, dass das Handelsware ist. Aber gut, Elektronik, Maschine, also ihr seht, jede Menge Gedönse. Ja komm, dann machen wir hier gleich mal in Hamburg unser Ding. So, und was ist das hier? Ist das unsere? Ist das unser Heli? Haben wir gleich mal von den 8,2 Millionen von unseren Investoren gleich mal einen rausgehauen, ne? Gleich mal ein Heli spendiert. So ist recht, nicht schlecht. So, und hier im Containerhafen in Hamburg wohl. Also ich muss gestehen, ich war noch nie... in dem Containerhafen. Also ich weiß gar nicht, ob es da so aussieht, aber wahrscheinlich schon. Könnte ich mir mal vorstellen. Aber ob da noch jemand weiß, was da in welchem Container drin ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber gut. So, da ist sie wieder, unsere Investorin. Ah, Hamburg. Soll ganz nett sein für Touristen, ja. Für Neuling im Containerschifffahrt, ja. Ja, okay, also sie zweifelt so ein bisschen. Und dafür sind die 8,2 Millionen aber wohl sehr locker gehockt bei ihr. So, wir brauchen noch ein Schiffchen. Ja, gute Idee. Ohne Schiff wird es nämlich... schwierig. So, der Ton wird ernster. Mhm. Mit der ist nicht zu spaßen. Ja, mit mir auch nicht. So,
Es gibt 3 Schiffsmodelle zur Auswahl. Mhm. Was denn? Was möchten Sie, eine Einführung ins Spiel? Ja klar. Freilich. So, unsere Leiste Schiff kaufen. Das hier, oder? Ja. Dies ist ein Schiff der Klasse Feder. Das sind die kleinsten. Mhm. Hier, gut. Die nächstgrößten heißen Panamax, Post-Panamax, New Panamax und ULCV. Also die haben wir ja schon gesehen, ne, in der Hafenbeschreibung. Also die letzten 2 können wir nicht bedienen. So. Schiff kann 180 Toy laden. Ein Toy ist ein 20-Foot Equivalent Unit. Also Standardeinheit für einen Container. Na prima. So, darunter die Geschwindigkeit maximal 13 Knoten, also 24 km/h ungefähr, heißt Faktor 1,9 über den Daumen gepeilt. Mindestreichweite bei vollen Tanks 11 Tage, ja, ja, schau an. Wenn wir langsamer fahren, dann länger. Mhm. Ja, ist ja verständlich, ne? Wenn man Vollgas geht, ist ja wie beim Auto, ne? Wenn man voll durchdrückt, dann schluckt der Karren ja auch Sprit ohne Ende. Und wenn man mal ein bisschen gemächlicher fährt, dann kommt man natürlich auch weiter. So, Zustand 62%. Kostet 7,938 Millionen, Sapperlot. Welches Schiff nehmen? Welches Schweindal hätten es denn gern? Ja, genau. So, wir haben 3 zur Auswahl. Speed Vessel, Medium Feder und Light Carrier. Der kann natürlich am meisten mitnehmen, gell? Maximale Ladung, das ist schon heftig. 220, der hat gerade mal 140. Ja, der Zustand 57, ich weiß nicht. Und langsam ist er. Sehr langsam. Komm, wir nehmen den mittleren. Ist witzig, ne? Wenn man die Auswahl hat zwischen 3, dann entscheidet man sich meistens für die Mitte. Wenn man denkt, dann kann man nichts falsch machen, hat man so einen Allrounder. Ja, komm, dann nehmen wir den mal. So, ja. Taufen Sie Ihr Schiff. Ach Gott, oh, nee. Ja, Horizon, das ist nicht schlecht, ja. Saturn, Vertigo, Butler, Kentucky Cruiser, Pacific Pearl, nö. Florentina, Freighter, ja klar. Amanda, ja komm, das klingt nett. Wir taufen unser Ding Amanda. Gut oder so ähnlich, ja. So, jetzt haben wir Geld daran schaffen. Zeit ist Geld. Mhm. Okay, gut. Öffnen Sie die Auftragsliste. Hier. So, die nächste Tante. Agentin, die sich um Aufträge kümmert. Sie hat nicht viel Zeit. Aber sie erklärt uns schnell, wie sie läuft. Ja, ist in Ordnung. So, die Firma HM Materials zum Beispiel möchte Metall verschiffen. Ja, sehen wir hier quasi. Hier unten der Firmenname und da Metall. Ja. Sie zahlen 327.000. Sapperlot. 62 Toy. Also, ne? Toy, wissen wir ja. Standard-Containergröße. Wir haben können 180 Toy. Ist in Ordnung. Was ist das hier? 1612 DBT. Ja, wahrscheinlich das Gewicht, oder? Vermute ich jetzt mal. Wie bitte? Wissen Sie noch, was Toy ist? Ja, weiß ich. So, das Gewicht des Auftrags wird in Tonnen gemessen als DBT. Ja, okay. Also, wie vermutet, das Gewicht. Prämie 327.000, immer schlecht. Gut, habe ich doch gesagt. Ja, genau. Nach Dublin, ins schöne Irland. Okay. So, wenn Sie mal aus dem Auftrag fahren. Eine Strecke. Ah ja, okay. Sieht man hier auf der Karte. Sieht man so eine ganz dünne weiße Linie quasi, wo das Schiff dann hindüsen muss. Und auf der linken Seite sieht man, wie sich das auswirkt, diese Fahrt. Also jetzt sieht man es. 62 Toy kommen an Bord. 1612 Tonnen Gewicht. Wir würden 82 Tonnen Treibstoff rauskloppen. Und das Ganze würde 10 Tage dauern, zumindest hier laut Anzeige. Okay, also kommen, nehmen wir das Ding an. Unterschreiben Sie, wenn Sie den Auftrag annehmen wollen. Lieferung ist dann verpflichtend. Ja, das sollte logisch sein. Wenn ich einen Vertrag unterschreibe, dann gilt der in der Regel, ne? Sonst brauche ich ja keinen Vertrag. So, unser erster Auftrag. Wie spannend. Ja, bleib in der Ruhe. Alles gut, ne? So, jetzt ist es Zeit abzulegen. Genau, ablegen. So, klicken Sie auf den Hafen. Dublin. Hier. 10 Tage. Mhm. Dann auf los geht's los. Ah, hier sehen wir nochmal ein paar Daten zu Hamburg. 1,75 Millionen Einwohner. Eigenes Bundesland, ja, ne? Bei uns, Hamburg. Europa, Klima gemäßigt. So, das war's. Sehr schnell. Moin, moin, Landrat. Dann erkläre ich Ihnen mal, wie man den Kahn so steuert. Das erinnert mich jetzt wieder sehr an Ports of Call, weil auch da hatte man die Möglichkeit gehabt, mit dem Schiff quasi aus dem Hafen zu steuern. Ihre Aufgabe ist es, ja, aus dem Hafen aufs offene Meer zu steuern. Mhm, linke Übersichtskarte, jawohl. Schubhebel mit W. Mhm. Rudern mit A und D. Master und Schottbruch, Captain. Na, freilich, danke dir. Super.
So, mit gedrückter linke Maustaste kann ich hier auch die Ansicht ändern. Ach, schau doch mal hier, Amanda. Das Schiffsname. Ach, das ist ja nett. Nicht gut, da läuft die Zeit um. Da muss ich mal ein bisschen Gas geben hier. Wo müssen wir denn raus hier? Also hier sind wir. Mal ein bisschen die Ansicht vergrößern, bitte. Okay, Mist, die Karte kann ich jetzt nicht verändern. Also ich schätze mal, wir müssen hier rumfahren. Also da, geradeaus. Ein bisschen Gas geben und vielleicht einen Tick nach rechts lenken, weil wir müssen hier ja ausholen. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, der Kahn hier, das ist ja kein Schiff, ne? Also der ist ja brutal zäh. Und vor allem, der hat ja hinter das Ruder, ne? Das heißt, wenn ich jetzt voll einlenke, dann schramme ich hier erstmal richtig schön die Strecke entlang. Das wollen wir natürlich nicht, sondern man muss hier wirklich ein bisschen mit Vorsicht an die Sache rangehen. Ein bisschen mit Bedacht. Ja, das sage ich jetzt so ganz locker aus der Hüfte, ne? Es wird mir wahrscheinlich gleich passieren, dass ich da irgendwo hinschramme. Könnte ich ja wetten. Ja, ja. Schwätzt wieder, manchmal klug mir und kann dann nichts. Ich weiß, darf ich mir gleich anhören. So, also ich muss gestehen, ich hatte in Ports of Call da auch mal den einen oder anderen üblen Unfall. Aber gut. Ich versuche mein Bestes. Bin natürlich auch dankbar über Tipps, ne? Wenn ihr sagt, Mensch, du musst das so und so steuern und so. Also, ich habe so in Erinnerung aus Ports of Call, dass man lieber zuerst einlenkt, bevor man Gas gibt, ne? Macht ja auch Sinn. Finde ich jetzt zumindest. Und wenn ich jetzt hier mit Vollgas rumdrösel, dann ist natürlich der Wendekreis noch wesentlich größer. Ne? Aber ich glaube, ich kann die Rücken ein bisschen Gas geben. Das scheint mal eine große Auslaufzone zu haben. Und offenbar geht es hier nach Zeit. Das ist auch nicht schlecht. So, legen mal den Einschlag ein bisschen zurück. Wir scheinen hier wirklich gut durchzukommen. Vollstoff, Junge! Vollstoff! Raus in die Welt! Lasst uns Geld verdienen. Hier vorbei an der Elbphilharmonie. War ich noch nie, muss ich gestehen. Ich war noch nie in Hamburg. Aber es gibt immer ein erstes Mal, ne? So in diesem Fall. Dann waren wir halt jetzt digital in Hamburg. Wobei, ne, das gilt ja nicht. Ich war ja schon oft genug in Hamburg, in Patrizia. Aber gut, wir sind ja nicht bei Patrizia, sondern wir sind hier bei Transocean, the Shipping Company. Und die Musik ist, naja, ich sage mal, geht so. Noch ist sie ganz okay, aber ich glaube, irgendwann geht die mir auf den Senkel. Ich werde sie wahrscheinlich mal von der Intensität ein bisschen runterstellen. Mache ich dann aber in der Pause. Weil die klingt mir doch schon recht laut im Ohr, muss ich gestehen. So, und da geht's raus in die Welt. Absolut vortrefflich, Kollege. Ihre Manövrierfähigkeiten sind exzellent, das spricht sich rum. Wie? Spricht sich rum? 3:10 haben wir gebraucht, ne? Okay. Passt schon. So, wunderbar, das Schiff fährt nun los und wird die Aufträge automatisch abliefern, wenn wir am Zielhafen ankommen. Ja, ist okay. Ist nach Dublin. Am oberen Rand können Sie die Zeit vorspulen. Mhm, also hier quasi. Ihr erinnert so ein bisschen wie Sims, ne? Bei Sims ist ja auch so mit diesen Pfeilen. So, mit der Leertaste können wir Pause machen, okay. So, jetzt sind wir dran. Das ist aber nett. Schade, dass das hier keine Sprachausgabe gibt, dass das alles zu lesen ist. Ich fand, das hätte man eigentlich schon noch machen können, ne? So eine kleine Sprachausgabe. Aber gut, so lese ich es halt vor, ne? Also, nach guten Aufträgen suchen, Prämien kassiere. Behalten Sie den Zustand im Auge. Gut, danke für den Hinweis. Mhm. So, das ist die alte schon wieder. Meine Anteile sind dann zum übernächsten Quartalsende fällig. Ja, sie wird sich dann melden und unsere Kohle aus der Tasche ziehen, ich sehe schon. Wir sollen hart arbeiten, ja, das mache ich immer. So, und jetzt können wir hier, ja, mit 1, 2, 3 kann ich hier die Zeit quasi beeinflussen. Ah ja, 3. Januar 2014, schau an. Und hier ist sie, die Amanda. 9 Tage noch. Also wenn ich so auf der zweiten Stufe mache, dann ist das aber schon sehr langsam, finde ich, oder? Das ist schon sehr, da geht nichts vorwärts. Da muss ich mal auf superschnell gehen, dann geht was. So, möb. Die Amanda ist bereit zum Anlegen, das ist aber schön. Manuell oder mit Schlepperhilfe? Schlepper kostet 100.000. What? 100.000, seid ihr narrisch? Das mache ich selber. Das geht ja gar nicht, ey. Frechheit. So, Dublin. Gerade mal 500.000 Einwohner hier in Irland. Mhm. Naja, was ist das hier? Terminaufträge bringen Ihnen mehr Ruf ein als normale Aufträge. Terminaufträge, okay. Gut. So, mal wieder rauszoomen, dass man ein bisschen was sieht, ne? Eieieiei. Kann ich hier noch ein bisschen? Ne? Oder sehe ich nichts? Also das mit der Karte, Freunde, das wäre schön, wenn man da noch ein bisschen was scrollen könnte. Oder man sieht echt schlecht, ne? Also ich finde, das ist nicht so toll. Wobei, das ist wahrscheinlich, ne? Wenn man mal alle Häfen mal angefahren hat, ich glaube, dann ist gar nicht mal so ein Problem.
So, Vollgas! Vollgas, bis ich sehe, wo wir hin müssen. Einfach mal blind drauf los. Aber was interessant ist, wir haben jetzt noch keinen Gegenverkehr und nichts, gell? Also normalerweise müssten hier doch noch andere Schiffe unterwegs sein. Ui, ja, hätte ich bloß nichts gesagt. Da kommt er auch schon. Da kommt er auch schon. So. Ui, der ist ein bisschen größer, glaube ich, als mir, oder? Kann das sein? So, dann muss ich aufpassen, dass ich hier nicht dagegen donnel. Ja, so wird schon passen. Kann ich den grüßen irgendwie? Das Schiff hat doch so ein Horn, oder? Kann ich nicht? Geht denn das? Hallo? Hey, habt ihr gehört? Der hat gehupt. Nö. Kann ich auch nicht. Ich drücke mal ein paar Tasten, aber irgendwie... Das ist mal so. Oh, geht mit H. Nö. Cool. Also mit H kann man das Horn bedienen. H wie Horn. Okay, hätte man drauf kommen können. Da hätte man drauf kommen können. So, Freunde, ein bisschen Tempo raus. Bisschen Tempo raus und ganz geschmeidig mal anfangen hier gegenlenken. So. Oh Gott, voller Einschlag hier. Und wieder zurücknehmen. Und Tempo auf Null. Und na komm, wir sind noch da. Vortrefflich, Kollege. Ja, wunderbar. Neue Bestzeit. Ja, kein Wunder, wir sind noch gar nicht gefahren, ne? 1,53. Geht doch. Also ich muss gestehen, bis jetzt geht's erstaunlich gut, diese Manövriergeschichte. So, Auftrag abgeliefert. Hamburg-Dublin, 327.000, 10 Tage. Ah, das sind unsere Spritkosten. Also 272.000 haben wir verdient. Oh ja, ist doch nicht schlecht, oder? Kann man doch lassen. So, was willst du hier? Gut, diese Fahrt hat sich doch einigermaßen gelohnt. Ja, so kommentiert sie jetzt immer, was wir machen, oder wie? Das soll sich schleichen, die kassiert dann ihre Prämie und... Mach dich weg, Aldi, du. So. Nee, so geht das ja gar nicht. Ihr Kahn ist in einem... Ihr Kahn. Unser Kahn ist in einem dürftigen Zustand. Mhm, Tutorial, das ist immer gut. So, Treibstoffstand, ja, das hier sieht man ja, ne? Ganz schön übel, nicht? Sagt er. Nicht? Klicken Sie auf das Treibstoff-Icon, ja, mach ich. So, aktuelle Preise pro Tonne. 661 Euro pro Tonne Treibstoff. Mhm. Ja, tanken wir mal voll, oder? Kostet 54.000. Komm, passt. So. Und was ist das hier? Ach, das ist der Zustand, ja. Ui, 61. Waren wir nicht bei 62% am Anfang? Also reparieren wir mal. So, je nachdem, wie viel sie reparieren wollen, dauert es länger. Das Schiff ist nicht verfügbar in der Zeit, ah ja. Da fällt mir ein, wir haben doch in Hamburg den Bonus, oder? In Hamburg haben wir doch 25% weniger Dauer, glaube ich. Meine ich mich zu erinnern. Ja, komm, einen Scheiß machen wir hier, du verstehst. Nix. Ach, wir müssen wohl, oder? Na gut, dann ganz, ganz wenig, aber bloß so. Kleinen Tick. Ne? So, reparieren. Hallo? Hallo? Ja, eine Woche, na gut. Machen wir halt so. Aber es ist so teuer, Mensch. Machen wir so, okay? Na, also, jetzt ist er zufrieden. So. Nun wird das Schätzchen repariert, jawohl. Bedenken Sie die Liegegebühr? Ja, Frechheit. 14.000 Euro pro Tag nur dafür, dass man hier blöd rumsteckert. Das ist ja Wahnsinn, oder? Mhm. So, spulen Sie die Zeit vor, ja. Das hier. So, schwupp. So ist doch gleich viel besser, nicht? 71%. So, viel Spaß mit dem reparierten und aufgetankten Schätzchen, alles klar. So, Chef, wir sollten als erstes diesen leidigen Status des Einschiffsgesellschaftes hinter uns lassen, also ein zweites Schiff an Start. Ja, gib mir Kohle, dann machen wir das. Wenn die Reederei erfolgreich werden soll, müssen sie uns in einigen Punkten verbessern. Mhm. Für den nächsten Rang brauchen wir besseren Ruf, besseres Schiff, Firmenvertrag und mehr Kapital. Ich erkläre alles drei nach. Ach Gottsche. Also Freunde, Sprachausgabe, das wäre echt mal nicht schlecht gewesen, ne? So, ihr Ruf verbessert sich zum Beispiel, wenn sie Terminaufträge fristgerecht abliefern. Die Firmen merken dann, dass sie ein verlässlicher Partner sind und der Name ihrer Reederei wird sich herumsprechen. Ja, also so muss es sein, ne? So, Kontaktagentin. Terminauftrag ist nicht ohne. Sie kann uns zeigen, worauf man achten muss. Ja, ist okay. Zeig ich mal. So, dieser Auftrag. Ah, hier ein Termin. Ja, okay. Hat einen Termin. Er ist somit viel lukrativer, birgt aber auch Risiken. So, welche denn? Kommt die Fracht nicht rechtzeitig an, so müssen wir Kommissionalstrafe zahlen. Ja, das ist logisch. Pro Tag war es. Wie? Pro Tag Verspätung. Ach Gottsche. Okay.
Uiuiui. Konventionalstrafe sind mit dem Detailfenster. Ich klicke mal drauf. Was? 68.000 pro Tag? Ich, ja, klar. Sonst ist alles gut, oder? Das ist ja heftig, meine Herren. So, hier ist die voraussichtliche Ankunft. Ja, hängt natürlich von der Geschwindigkeit ab. Also, wenn wir hier natürlich im Schnachmodus fahren, dann brauchen wir 11 Tage bis nach Reykjavik. Mhm. Gut. Ah ja, jetzt erklärt das uns hier mit der Geschwindigkeit. Ist okay, also können wir hier anpassen, ja. Ah, dann sehen wir auch hier bis 13 Knoten. Ah, was ist das hier? Sprit, oder? Wie lange der Sprit reicht? 75 Tage Sprit. Und wenn wir Vollgas machen, mal 11 Tage. Und dann ist der Tank leer. Mhm. Okay. Treibstoffanzeige. Ah ja, das ist diese Veränderung hier. Das haben wir ja auch schon entdeckt. Okay, also auch nichts Neues. Ja, passt. So. Auf jeden Fall immer schauen, ob wir den auch erfüllen können mit dem Termin. Das ist logisch, Freunde. Das ist klar. Also den schaffen wir ja wohl, oder? 11 Tage. Können wir jetzt auch in 4 Tagen da sein. Aber da wird man ja unnötig eigentlich bloß Sprit rausballern, ne? Aber da war Vollgasgeber. Was ist dann? Ui, dann frisst der 238 Tonnen Sprit. Wenn wir langsam fahren. Dann 91. Ja komm, es kostet ja alles ein Schweinegeld, ne? Machen wir so. Agrar von der Korn Company. So, Kontaktagentin angenommen. Auf, sie werden folgen dem Schiff. Okay, also das ist wieder diese Auftragsbestätigung. Ja, bestätigen wir mal, ne? So. Dann könnte ich ja jetzt wieder ablegen. Ja. Ja komm, dann machen wir doch. So, hier könnte ich jetzt nochmal hier verstellen, wa? Ja, das ist okay. Also nach Reykjavik wollen wir. 11 Tage. Also ihr seht schon, mit, das macht einiges aus, wenn man da ein bisschen aufs Tempo drückt. Ja gut. Na schön, also diese Häfen hier sind noch gar nicht freigeschaltet, oder was? Ah ja, muss man da erstmal hinfahren, oder wie? Keine Ahnung. Aber gut, es soll uns auch nicht mehr belasten an dieser Stelle. Ich mache nämlich an dieser Stelle erstmal Feierabend. Das war ja alles sehr anstrengend. Das wird zwar unserer Star-Investorin nicht gefallen, dass wir jetzt gleich mal so nach dem ersten Auftrag uns schon wieder zurücklehnen und uns entspannen. Es ist doch alles sehr anstrengend gewesen, ne? Also, ich würde sagen, Master Schobruch, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Transocean, der Shipping Company. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.